Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zum DFB-Pokal, zur ersten Runde gegen VfB Neckarems. Und es sind wieder Dinge passiert in der Zwischenzeit. Und zwar einerseits habe ich von der Kombination aus einem Bug und meiner eigenen Vergesslichkeit profitiert. Das ist auch mal schön, ne? Und zwar ist unser... Wo ist es denn? Die Nachricht würde ich jetzt ganz gerne finden. Hier. Unser Konstantin Simeonidis ist bei uns geblieben, weil ich vergesslich bin und weil das Spiel einen Bug hat. Also, und zwar... Das Spiel hat ja den Bug, dass wenn man bei dem Jugendspieler sagt, er trainiert mit der ersten Mannschaft, was auf 10 Plätze limitiert ist, wo man nur 10 Spielern das erlauben kann, dass sie mit der ersten Mannschaft trainieren. Also das habe ich den Haken habe ich bei ihm gesetzt. Als das Angebot kam von Manchester United, habe ich aber vergessen, das wieder zurückzunehmen. So. Und dann ist er gegangen. Dann war er auf einmal in Manchester. Und hat den Haken mitgenommen. Und dann denke ich mir, nee, den Haken nimmst du mir nicht weg. Auch wenn ich jetzt vergesslich bin, aber den Bug, den akzeptiere ich nicht. Hab neu geladen, hab den Haken rausgenommen, damit er uns den nicht mehr wegnehmen kann. Und beim Neuladen ist er dann nicht gewechselt, dann ist er da geblieben. Ja, jetzt ist er noch da. Ja, glücklich oder sowas, keine Ahnung. War so nicht geplant, aber ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist, wenn ich ehrlich bin. So, dann, was ist noch passiert? Zacherle wechselt. Genau, Zacherle ist für 22 Millionen gegangen. Marktwert von 17 Millionen. Das heißt, wir haben da auch schön verdient, trotz der Beteiligung, die er da bekommen hat. Ein bisschen mehr als Marktwert bekommen. Und wenn wir hier noch durchgehen... Ach ja, habe ich das schon erwähnt? Ich glaube noch nicht. Oder? Ich weiß nicht, im Zweifelsfall erkläre ich es nochmal. Und zwar, ich habe das schon mal angedeutet. Genau, ich weiß, ich habe es schon mal angedeutet, was ich gemacht habe. Ich kann ja Daniel Drüge nicht verkaufen, weil ich seinen Vertrag verlängert habe. Und dann kann man ihn nicht auf die Transferliste setzen. Aber, was jetzt passiert ist, man kann das umgehen, anscheinend. Aber man kann es nicht erzwingen, aber man kann es umgehen. Wenn man ein bisschen Glück hat. Und zwar habe ich ja ursprünglich seinen Marktwert dann, weil ich festgestellt habe, dass sie trotzdem Angebote kriegen können, habe ich seinen Marktwert auf 0 gesetzt, also die Forderung. So, dann kam natürlich jemand an und wollte ihn ablösefrei haben. Und dann dachte ich, nee, so nicht. Dann setze ich die Forderung wenigstens auf 10 Euro, dann bietet ihr wenigstens Geld. Ja, dann war der nächste Verein so schlau und hat 10 Euro geboten. Toll. Aber, was ich festgestellt habe, dadurch, dass ich mich darauf eingelassen habe, war er dann auf einmal auf der Transferliste. Und das heißt, ich konnte dann auch beliebig die Forderung einstellen und ich konnte ihn auch wieder anderen Vereinen anbieten. Dann habe ich natürlich wieder eine ordentliche Forderung eingestellt und habe ihm ein paar Vereine angeboten. Und jetzt können wir ihn vielleicht auch noch verkaufen. Er ist mit ein paar Vereinen im Gespräch. Also bei Stuttgart hat es leider nicht geklappt, die wollten nur 10 Euro bieten. Bei Wolfsburg hat es auch nicht geklappt, aber bei ein paar anderen Vereinen. Ach ja, und Marc Stucki wechselt, das war zwar nicht geplant, aber 15 Millionen haben wir bekommen. Also eine Beteiligung, 1,5 Millionen hat Stucki bekommen davon. Marktwert von 9,3 Millionen, da haben wir ordentlich Gewinn gemacht. Bin ich zufrieden mit, ich meine, er ist schon 22 und er ist noch nicht reif für die erste Mannschaft. Das heißt, da setze ich dann lieber auf jüngere Leute. Und was Ähnliches könnte eben demnächst bei Damian Piella passieren. Genau. Das war's dann, glaube ich, auch als von dem, was ich vorher besprechen wollte. Und dann können wir wohl auch weitergehen ins Spiel. Also ich habe wieder hier jede Menge Spieler hochgeholt, weil jetzt wieder neuer Monat ist und damit die Marktwerte aktualisiert werden und die Spieler in der ersten Mannschaft sind für höhere Marktwerte und so. Wenn das neu berechnet wird, sind die alle mal in der ersten Mannschaft. Hat den Vorteil, dass Walter auch wieder uns aushelfen kann, weil Karl ist verletzt, Hildebrand ist angeschlagen, dann greifen wir heute mal nicht auf dich zurück. Gut,
Dann würde ich sagen, hier, Siegesprämie. Ach ja, und was man vielleicht noch machen könnte. Ich weiß nicht, ob das automatisch irgendwie eingestellt ist. Nein, geh mal runter wieder. Ach nee, ich wollte sowieso hier oben hin. Hier kann man vielleicht noch ein bisschen was anpassen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand nennenswert ist, was seine Fähigkeiten angeht, dass sich da irgendwas ändert. Aber ich will es mal gemacht haben, jetzt wo die Zweitmannschaftsspieler da sind. Jetzt gehen wir aber los. Ab ins Spiel, DFB-Pokal, erste Runde. Ich würde sagen, wir gucken uns das in einem 3D-Spiel an, weil es ein Pokalspiel ist. Pokalspiele sind ja immer spannend, egal wer der Gegner ist. Würde ich behaupten. So, ihr seid schwarz, wir sind rot. Benjamin Weber ist heute um. Das ist mir zu viel. Ich sag einfach mal, wir kommen weiter. Achtung, die sind gefährlich. Sagen wir einfach mal. Ne, einfach, passt einfach mal auf. Auch wenn es jetzt nur, ne, die eine Mathe-Stärke von 600 irgendwas haben und wir bei 1000 sind, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wir haben ja auch schon damals, als wir noch in der noch Amateurverein waren, haben wir auch ganz große Vereine geärgert. Das könnte natürlich auch umgekehrt jederzeit passieren. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, in welcher Liga die sind. Ach doch, mir ist wieder eingefallen, die sind ja in der dritten Liga. Die waren ja da die zuletzt die fairste Mannschaft. Es sei denn, die sind abgestiegen. Keine Ahnung, vielleicht ist es sogar das, aber ich glaube jetzt erstmal eher nicht. Naja, gut. Da haben wir Ritzel, Daudert, Karolus, Koch, Torlak, Horstmann, Çakmak, Hercher, Fierat, Schmidt und Akdeniz. Und hier haben wir Weber, Kjaer, Corneliussen, Gregori, Marz, Ruhl, Furtmeier, Walter, Kwalischewski, Klopp und Mettl. Und los geht's. Das geht ja gut los. Gleich mit einem Foul und einem Freistoß. Für die Drittligisten. Was sie, denke ich mal, sind. Meine Güte, bin ich schlecht informiert über unseren Gegner. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Fierat. Uiuiui. Wenn die Flanke angekommen wäre. Schön. So, Kwalischewski lässt sich nicht aufhalten. Jawohl. Und jetzt nur noch der Torhüter und er scheitert natürlich. Schade. Schade, schade. Aber das Spiel ist ja noch lang. Ein kleines Stadionchen, die haben. Süß, süß. Finde ich auch interessant, dass sie da bei kleinen Stadien noch andere Sounds haben, ne? Dass man dann teilweise die einzelnen Stimmen raushören kann. Was bei größeren Stadien ja unmöglich ist. Meine Güte, ey, die leisten ganz schön Widerstand. Und jetzt sind sie schon wieder in einer gefährlichen Position, wo sie schießen könnten. Oha, da hat nicht viel gefehlt. Uiuiui. Oh, das war nicht so schön. Es gibt auch eine Karte. Für Gianni Chiata. So, Freistoß für Neckarems. Spitzenreiter? Was? Wie kommt ihr denn auf sowas? Vielleicht sehen sie das ja, wo die dritte Liga schon angefangen hat. Wer weiß, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall Abseits. Gehe ich mit. Das sehe ich auch so. Meine Güte, ey, das ist heute schwer.
Oh, das ist ganz gefährlich. Nein! Jetzt führen die auch noch. Oh je. Oh, jetzt habe ich jetzt ein ganz übles Gefühl bei der Sache, wenn die jetzt auch noch vorne sind. So, Metal, mach was draus. Nein, lass die doch nicht aufhalten. Oh. Also jetzt bin ich spannend, fange ich schon wieder an zu verzweifeln. Auch wenn es erst noch die erste Halbzeit ist. Ah, dann kann er fast nochmal ran. Wir kommen auch so schlecht durch. Was ist denn da los? Wir können doch nicht hier in der ersten Runde rausfliegen. So, jetzt Klopp und... Jawohl, okay. Können wir mal wieder durchatmen. Hilfe. Wir wollen uns doch nicht blamieren. Jawohl. Da steht er auf und holt sich den Ball wieder. Oh, und der schießt nicht. Junge, schieß doch. Und gelbe Karte für Stefan Koch. So, und Freistoß für den MTV. Und das gibt wohl eine Ecke. Jawohl. So, Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Es steht 1:1. Nur noch eine Ecke. Schade, dass er abgefälscht wurde. Und dass da keiner herangekommen ist. Und noch nächster Versuch. Jawohl, das sieht gut aus. Ah, schon wieder Ritzel hier. Die Geräte nützt leider nicht viel. Und das war die Halbzeit um 1. Obwohl wir dann nochmal einen Angriff hätten kriegen können. Zu viele Ergebnisse, um sie mir jetzt anzugucken, wenn ich ehrlich bin. Kjata nehmen wir mal raus, wegen gelber Karte. Und ansonsten würde ich die Wechsel auch mal sein lassen, weil die besten Leute haben wir gerade auf dem Platz. Und ja, es geht um was. Jeder könnte ein bisschen Selbstvertrauen gebrauchen, kriegt er aber so einfach nicht. Schade. So, jetzt noch Massagen für die Müdesten. Was sagt unsere Stärke? 994. Wir haben ein bisschen was verloren, oder was? Ach stimmt, wir haben gewechselt. Deswegen. Ja, ergibt Sinn. Aber nur wegen der gelben Karte. Und ansonsten warten wir mal so bis 70. Minute in den Dreh. Oh, Metal, jawohl, das sieht gut aus. Jetzt schießt doch. Warum schießt er nicht? Und das war abseits, sehr toll. Ach, die Heimfans hier. Oder sind das wahrscheinlich, ne? Die feiern sich jetzt schon, anscheinend. Weil sie hier den Triple-Sieger Paroli bieten. Wieder der Ball kaum wegzukriegen vom Spielfeldrand. Oh, Vorsicht. Gefährlich. So, jetzt aber. Alles nach vorne. Kein Abseits. Okay, jetzt da unten in der Mitte sind noch ein paar Leute. Oh, und der Pass ist zu langsam. Was war jetzt? Hä, warum nicht gepfiffen? Hä?
Was hat er denn jetzt abgepfiffen? Das war Abseits. Meine Güte. Warum ist es heute so schwer? Es müsste theoretisch das einfachste Spiel sein. Im ganzen Pokal. Eigentlich in der ganzen Saison. Weil man das ganze Jahr in einem Pflichtspiel nicht auf so eine schwache Mannschaft trifft. Also wie gesagt, auf dem Papier, ne? Oh, huiö. Aber dann umgekehrt ist es natürlich auch wieder so. Für unsere Leute ist es hier so eine Pflichtaufgabe, ne? Und für die anderen ist es so das Highlight der Saison, wenn nicht gar das Highlight ihrer Karriere, weil sie hier gegen einen amtierenden Triple-Sieger spielen. Und das klappt auch noch gut. So. Hellfire, das ist auch ein schöner Name. Benedikt Hellfire. Das hätte was, so zu heißen. Das wäre cool. Hellfire. So, Metal, jetzt auf geht's. Was war jetzt los? Haben sie sich da gegenseitig blockiert oder was? Okay, wir wechseln langsam mal. Hier, Gregori ist müde. Aber wir eigentlich was nach vorne brauchen jetzt, ne? Walter ist auch müde. Und hier vielleicht mal einen erfahrenen Dröge rein. Ach nee, wir haben schon. Stimmt. Dann lassen wir das mal so. Haben wir die Müden zumindest raus. Ah, schade. So, Klopp, jawohl. Kaliszewski, kein Abseits. Ah, und dann schon wieder dieser Ritzel. Das dürfte langsam der letzte Wechsel gewesen sein bei Neckar Rems. Und hier haben wir unsere Wechsel. Unsere letzten zwei. Keinen Offensiven, obwohl der vielleicht ganz gut tun würde. Na gut, wir liegen nicht hinten, solange ist alles gut. Man kann ja auch so ein Pokalspiel mit Defensive gewinnen. Theoretisch. Wenn man keinen Ball reinlässt, kann man auch nicht verlieren. Darf man halt auch im Elfmeterschießen keinen reinlassen. Und das ist quasi unmöglich, aber ihr versteht schon, was ich meine. So theoretisch halt. Ich will nur recht haben mit meiner Aussage. So, kein Abseits. Ah, schon wieder. Was haben die für ein Torhüter da? Meine Güte. Das war kein Drittliga-Torhüter. Ja, jetzt hat's geklappt. Franz Klopp, 2:1. Oh. Meine Güte. So, jetzt können wir den Rest des Spiels uns ein bisschen entspannter angucken. Jetzt führen wir zumindest wieder. So, Metal nochmal. Was macht der denn? Rennt weg, rennt wieder hin und trifft. Okay, 3:1. So, am Ende geht ihm dann wohl doch die Luft aus und dann haben wir es ein bisschen einfacher. Aber herrlich, wie er da hin und her dribbelt. Schön. Das war wieder ein Handspiel. Schön. Das wollen wir sehen. Ja. Die geben sich auf jeden Fall nicht auf. Das war's aber jetzt. 3:1 Sieg in der ersten Runde. Spannender, als es am Ende aussieht. Viel spannender. Vor allem, weil wir zuerst hinten lagen. Hui. Ist nochmal gut gegangen.
Respekt, Respekt. So, und ein schönes Tor von Mettel mit seinem Rumgedribbler da. Dass das auch mal geklappt hat. Meistens, wenn die sich nochmal so umentscheiden, dann habe ich das Gefühl, nee, der, ne, nimmt sich zu viel vor. Aber es hat geklappt. Dann ist gut. Okay. Die Frage. Wir werden ja gleich sehen, ob irgendein Erstligist es nicht geschafft hat. Ich habe jetzt keine Lust, das alles durchzuscrollen. Das dauert eine ganze Weile. So, und dann kommt die nächste Runde. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Oder wo wir jetzt landen. So, wir haben hier Düsseldorf. Gegen Bielefeld. Augsburg. Gegen Hamburg. Die scheinen auch noch Töpfe zu haben, ne? So sieht das aus. Da wird immer nur in einem Topf gekramt. Babelsberg. Gegen Nürnberg. Mainz. Gegen Heidelberg. Der FC Bayern trifft dann wahrscheinlich auf Rostock, nehme ich an. Jawohl. Jetzt ist der eine Topf leer. Der SV Meppen. Gegen Werder Bremen. Eintracht Frankfurt. Gegen Borussia Dortmund. FC Schalke 04. Gegen Dynamo Dresden. VfV 06 Hildesheim. Borussia Hildesheim, wie auch immer. Gegen den 1. FC Köln. RB Leipzig. Gegen den VfB Stuttgart. 1899 Hoffenheim, so, TSG Hoffenheim. Gegen den MSV Duisburg. Bayern 04 Leverkusen. Da spielt unser Modric gerade. Wir haben ja noch an andere Vereine verliehen, aber ich weiß es nicht alles auswendig. Ist mir nur, Modric ist mir im Gedächtnis geblieben. An Kiel haben wir, glaube ich, auch jemanden verliehen, an Gladbach haben wir auch jemanden verliehen, aber Modric ist mir im Gedächtnis geblieben, weil er letzte Saison schon da war. Ach, wir spielen gegen Kiel. Alles klar. Den ehemaligen Erstligisten. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Partie. Da wissen wir schon die Mannschaften. Und jetzt wissen wir auch alles. Bleibt nur noch eine Mannschaft übrig. Rot-Weiß Aalen gegen Spielvereinigung Unterhaching. Und das ist die zweite Runde des DFB-Pokals. Alles klar. So, passiert sonst noch was Spannendes? Wolfsburg ist ausgeschieden. Ah ja, guck an. Da haben wir auch jemanden hin verliehen. Weiß ich leider auch wieder aus dem Kopf nicht, wer das war. Sorry. Und dann sind wir hier im nächsten Monat angekommen, im August 2027. So, Gregori wird für einen Tag ausfallen, deswegen hat er so niedrige Frische in der Halbzeitpause gehabt. Oder später erst. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt dafür, ist jetzt auch nicht die Welt. Haben wir mehr an Siegesprämie bezahlt. Vereinsmuseum hat 202.000 Euro Gewinn erzielt. Schön. Und die Spieler werden wieder zurückversetzt, die da eben noch oben waren. Jetzt möchte ich mal gucken, ob unser Vereinswert sich geändert hat. Eben waren wir bei 2,4 Milliarden. Mal gucken, ob sich das geändert hat. Nö, sind wir immer noch. Wäre halt runtergegangen, wenn wir das jetzt nicht so gemacht haben, hätten wir das gemacht haben. Gehe ich mal von aus. Gut, da ist unsere zweite Mannschaft wieder unten. Und
ja, sonst kam jetzt nichts rein. Das heißt, ich habe jetzt kann jetzt wieder in aller Ruhe weitermachen bis zum nächsten Spiel. Das wäre dann der erste Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn es soweit ist. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.